Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Make-up-Video. Wir haben einen neuen Monat und ein neues Thema gezogen und heute haben wir das Thema Disney. Das ist natürlich auf jeden Fall was für mich und ich darf heute für euch den lieben Rafiki schminken. Und zwar von dem Film König der Löwen. Eigentlich dürften die meisten den Charakter Rafiki kennen, das ist ein Affe. Und das hat mich schon so ein bisschen echt, also kann man vielleicht schon so sagen, in meiner Kindheit geprägt. Also der Film oder die Filme von König der Löwen. Ich würde sagen, ich schnack nicht so viel. Wir fangen jetzt direkt an. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Schauen und nach dem Intro geht's dann endlich los. Bevor es jetzt aber komplett mit dem Make-up-Video losgeht, möchte ich natürlich noch mal ganz kurz was dazu sagen. Diese Make-up-Challenge, wer es jetzt noch nicht kennt, die findet ungefähr jeden Monat statt und immer wieder gibt es ein neues Thema und es wandern auch immer wieder neue Themen in die Losbox sozusagen mit rein. Die hat nämlich, also die Box hat die liebe Nicole zu Hause und mischt das Ganze dann immer durch und zieht dann eben das Thema, welches wir dann für euch schminken. Dann mache ich das Thema, wie gesagt, nicht alleine oder besser gesagt, ich mache diese Make-up-Challenge nicht alleine, sondern es ist eine gemeinsame Zusammenarbeit, so kann man es vielleicht nennen. Und zwar mit der lieben Lydia von dem Kanal Make-up Mieze und der lieben Nicole von dem Kanal Gartenfamilie und viel mehr. Es gibt eine ganze Playlist, wir haben eine ganze Filmreihe schon für euch geschminkt. Daher schaut euch gerne mal alle Looks an, die wir so kreiert haben in den letzten Monaten und es lohnt sich, da ist wirklich allerhand dabei. Wir hatten jetzt wirklich schon von Fantasy bis Horror alles Mögliche dabei, wirklich teilweise schwere Sachen. Zum Beispiel, was für mich auch so eine Herausforderung war, war Captain Jack Sparrow, aber das ist mir tatsächlich doch ganz gut gelungen, zumindest war ich mit dem Ergebnis doch zufrieden. Aber es ist halt auch immer so ein Auf und Ab, ne? Manchmal denkt man, das ist ein ganz schön schwerer Look und der wird dann am Ende richtig toll und dann hat man auch mal einen Look, wo man denkt, das ist gar nicht so schwer und danach ist man dann doch nicht so zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, ich habe es eben schon kurz erwähnt, ich darf dann für euch heute den Rafiki schminken. Das ist wie gesagt ein Affe von dem Film König der Löwen und man kennt ihn eigentlich. Ich werde euch auf jeden Fall bestimmt nochmal so eine kleine Frequenz mit einspielen. Ich muss mal gucken, wie ich das so umsetze diesmal für euch. Ich muss sagen, der Film König der Löwen, der ist auf jeden Fall meine Kindheit. Ich weiß gar nicht, wann diese beiden Filme rauskamen. Aber ich bin der Meinung, Anfang der 90er. Irgendwie so müsste das sein. Und ja, das war natürlich auch in meiner Kindheit sehr präsent. Und ich habe die Filme bestimmt schon 100 Mal rauf und runter geschaut. Und einfach immer wieder super schön, super lehrreich. Also es wird auf jeden Fall sehr viel weitergegeben in dem Film. Also wirklich viel Wahrheit steckt in diesem Film. Nun würde ich sagen, wir fangen jetzt aber endlich mal an und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß. Bevor wir jetzt mit dem Make-up starten, muss natürlich mein normales Alltags-Make-up erstmal wieder weg. So schnell geht das. Schön wäre es. Und ja, dann natürlich erstmal einen Zopf machen. Das ist immer ein bisschen praktischer, um dann auch wirklich alle Haare aus dem Gesicht zu entfernen. Ich habe mir dann wieder die Palette von Eulenspiegel geschnappt und habe jetzt erstmal mit dem Silberton angefangen. Ich habe das Ganze miteinander gemischt und zwar Silber und Schwarz. Und damit habe ich erstmal angefangen, auf der Stirn ja eine Art Stirn zu malen. Ich habe dazu halt auch immer wieder auf die Vorlage geschaut. Da habe ich natürlich bei Google ein Bild geöffnet, denn das ist doch so am einfachsten gewesen, um das so präzise wie möglich zu gestalten. Ich habe mich dann sozusagen von oben nach unten gearbeitet. Der nächste Schritt waren dann die Augen und hierfür habe ich dann ein Dunkelblau verwendet und das Ganze noch mit Schwarz vermengt, um das noch ein wenig dunkler hinzubekommen. Nun habe ich den Augenbereich kreisrund ausgemalt, um Rafikis Augen sozusagen auch nachzustellen. Und ich muss sagen, das hat auch sehr gut geklappt und auch mit dem Pinsel konnte man sehr, sehr gut arbeiten.
Und hier seht ihr nun mal das Zwischenergebnis. Das gleiche machen wir natürlich auch bei dem zweiten Auge. Und so langsam nähern wir uns dem Thema Rafiki. Nachdem ich dann mit den Augen fertig war, habe ich mich dann um die Nase gekümmert. Die musste natürlich komplett rot werden. Und da Rafiki eine sehr große Nase hat, weil er ja ein Affe ist, ja, habe ich natürlich versucht, das auch so ebenfalls nachzuschminken. Und ich muss sagen, das war gar nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, ja, das so wirken zu lassen, dass es wirklich eine große Nase ist. Aber seht selbst. Mit dem Zwischenergebnis war ich dann nicht ganz so zufrieden. Also habe ich dann mit einer Art ja, schwarzen Rotmischton habe ich dann nochmal versucht, Nasenlöcher nachzuempfinden. Es hat jetzt so mittelmäßig geklappt und ich habe es dann aber erstmal so gelassen. Und dann ging es auch schon mit der nächsten Farbe weiter und zwar mit einer Art Türkis. Und da habe ich dann auch nochmal den Wangenbereich geschminkt. Und ja, das hat auch wieder wunderbar geklappt. Auf den türkisen Bereich habe ich dann noch mit einem Eyeliner einzelne Linien gezogen, so wie bei der originalen Vorlage. Und auch hier habe ich ganz präzise gearbeitet und ebenfalls exakt drei Linien pro Seite gezogen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Farbton, und zwar so eine Art Orange-Braun-Mischung. Und hier wird der komplette Mundbereich mit ausgemalt. Da mir die Nase da doch noch nicht so gut gefallen hat, habe ich dann nochmal zum roten Eyeliner gegriffen und die Nase noch ein wenig betont. Also ich habe dann nochmal einmal alles komplett ja, umrandet, so kann man es nennen. Und ich muss sagen, danach sah es auf jeden Fall wesentlich besser aus. Und so sieht nun die umrandete Nase aus. Und jetzt machen wir weiter mit dem Mund. Das war jetzt eigentlich ganz einfach. Da habe ich mir einen braunen Eyeliner geschnappt und eigentlich nur eine Linie gezogen. Ja, und das sah jetzt so mittelmäßig gut aus, würde ich sagen. Ich hoffe, man kann es erkennen, dass es den Mund darstellen soll. Ja, und das war dann eigentlich auch schon das Thema Make-up. Natürlich dürfen ein paar Accessoires nicht fehlen. Hier habe ich mich erstmal für diese wunderschönen Kontaktlinsen entschieden. Ich finde, die haben auch so ein bisschen was Animalisches. Das passt ganz gut zusammen. Und dann habe ich mein Outfit noch gewechselt und so ein bisschen improvisiert. Meine Improvisation bestand dann natürlich aus einem Bart von einem Weihnachtsmannkostüm. Denn Rafiki hat ja sehr weißes Fell und dann habe ich mir noch zwei Jacken übergezogen. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. So sieht nun das fertige Ergebnis aus. Das ist mein Look zu dem Rafiki. Und ich bin wieder ein wenig kreativ geworden mit meiner Verkleidung. Ist natürlich jetzt hier keine professionelle Verkleidung. Ich weiß gar nicht, ob es so ein richtiges Kostüm gibt zu dem Rafiki. Habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgeschaut. Aber ich habe dann doch noch so ein paar Hilfsmittel jetzt mir dazu genommen. Zum einen Kontaktlinsen. Ich fand, das sah jetzt so ein bisschen, ja, mehr aus wie ein Affe. Dass es so ein bisschen animalischer aussieht. Und dann habe ich mir hier so einen wunderbaren Weihnachtsbart geschnappt. Das soll das Fell sozusagen darstellen von Rafiki, also der hat ja hier so überall so weißes Fell und da er halt mehr so graubraun ist, habe ich mir jetzt hier
noch was Graues übergeworfen und eben was Braunes und so ein bisschen die Haare abgedeckt, um das so ein bisschen so wirken zu lassen wie ein Affe. Ich weiß nicht, ob das so gelten kann, also ob man es erkennen kann, dass es ein Affe darstellen soll. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt keine Verkleidung zu Hause hat und irgendwie improvisieren muss, kann man super leicht so auf jeden Fall als Rafiki gehen. Und egal wie, es sieht auf jeden Fall geschossen aus. Das ist schon echt witzig, muss man echt sagen, wie der Look jetzt insgesamt aussieht. Aber ich muss sagen, also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es war auch wirklich toll, also es ließ sich super schminken. Das war hier wirklich mein kleiner Freund und Helfer. Also dieser kleine Pinsel, der hat wirklich richtig toll präzise jede einzelne Farbe aufgetragen. Und daher hat das doch eigentlich ganz gut geklappt. Und ich habe jetzt wirklich wieder hauptsächlich mit der Farbpalette von Eulenspiegel gearbeitet und habe hier dann aber nochmal so ein paar Eyeliner verwendet. Also hier einmal in Braun, das soll jetzt der Mund darstellen. Dann haben wir hier natürlich die Nase. Da habe ich jetzt hier auch nochmal so ein bisschen mit dem roten Eyeliner umrandet, dass die Nase ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Dadurch, dass ja meine richtige Nase hier noch ist, ist das ein bisschen schwierig, das so einzuzeichnen. Und hier habe ich dann nochmal mit so einem dunkelblau eben diese Linien eingearbeitet. Und ja, ich muss sagen, also ich finde das Ergebnis doch in Ordnung. Ihr könnt mir gerne mal verraten, wie ihr das Ergebnis findet. Und schaut auf jeden Fall sehr gerne auch bei den anderen beiden vorbei, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, Thema Disney. Schaut gerne dort mal vorbei und lasst auch ganz viel Liebe da. Und ja, im nächsten Teil, da haben wir dann ja schon Dezember, da wird es auf jeden Fall richtig schön frostig, winterlich, weihnachtlich. Also könnt ihr auch schon gespannt sein, was euch da wieder erwartet. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Videoende. Ich danke euch natürlich, dass ihr wieder dabei wart und freue mich aufs nächste Mal. Und vor allen Dingen, dass ihr dann wieder mit dabei seid. So, ich wünsche euch wie immer noch eine schöne Zeit. Macht's gut!